Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem The Forge, die Schmiede. Ja, wie geht es überhaupt? Und zwar wollen wir heute den Punkte-Angriff. Im alten Spiel in Rise, im letzten hieß es Punktangriff und hier heißt es Punkte-Angriff. Ist im Prinzip dasselbe wie bei Rise. Ist aber leider bei Rise of the Tomb Raider konnte man hier mit Trick 17 arbeiten, indem man da in links unten liegt einer, oder? Da konnte man mit Trick 17 arbeiten, indem man da die sogenannten Karten sich auswählen konnte. Da wurde, ich weiß nicht, wie war das da genau, da konnte man sich extreme Vorteile verschaffen, zum Beispiel, dass der Zähler verdoppelt wurde am Schluss oder so, glaube ich, oder? Und hier gibt es leider keine Karten. Hier muss man jetzt völlig ehrlich und ohne doppelten Boden spielen. Und ich spiele ja auch völlig ehrlich und ohne doppelten Boden, ohne Trainer, ohne alles. Und es gibt da keine Schwierigkeit zum Einstellen. Also du musst es so machen, out of the box, also so wie es da ist, musst du es machen. Und es gibt da, ich habe auch mal einen Trainer angeschaut. Früher gab es den Trainer, wo dieser Zähler stehen geblieben ist derzeit, aber das gibt's ja nicht. Wie kommt man da jetzt überhaupt rein? Gut, also du gehst im Hauptmenü, wir sind ja im Hauptmenü und gehen auf Extragräber und jetzt haben wir hier Schmiede des Schicksals. Da unten wäre jetzt noch, könnte man auch das erste spielen, das ist aber das normale, das schon da war. Das kam jetzt auch als Punktangriff und dergleichen. Siehst du, Punkt-T-Angriff als Erkundung einfach normal wiederholen oder als Zeitangriff. Kann man, da kriegt man Kohle, also Goldmünzen, Geld dafür, wenn man es schafft. Aber das ist das normale Grab, das sowieso schon im Spiel vorhanden war. Wir wollen aber das Forge, also Schmiede des Schicksals, das DLC Season Pass Grab. Also gehen wir da mal rein. Einfach, wie gesagt, Hauptmenü, extra Gräber, Schmiede des Schicksals. So. Und jetzt gucken wir mal. Du kannst jetzt oben auswählen aus Punkteangriff, Erkundung, also einfach nur mal so spielen. Und Zeitangriff. Also es ist immer dasselbe Grab, nur eben hier als Zeit, dann hier als Punkteangriff und hier als ganz normal. Und den Zeitangriff habe ich geschafft, da ist mein letztes Video. Und zwar, ich würde sagen, im gefühlt 5. bis 10. Versuch, also mehr als 10 Versuche waren es nicht. Also es ist machbar. Selbst für Anfänger wie mich, und das Video ist ja hochgeladen, du musst das Video nur 1:1 kopieren. 1:1 nach. Ja, was heißt 1:1? Also wenn du das so nachspielst, dann sollte es klar sein. Und wenn man den Zeitangriff geschafft hat, dann sollte der Punkteangriff eigentlich auch keine Schwierigkeiten machen, weil ich habe den jetzt, du siehst es ja, Bronze 250.000 ist durchgestrichen. Ich habe es im zweiten Versuch geschafft. Im ersten Versuch, hier, ich habe es hier jetzt einmal probiert. Also ich habe das andere Grab, was ich vorhin gezeigt habe, das schon da war, das habe ich auch schon mal im Punkteangriff einfach mal versucht, weil ich sehen wollte, wie es geht. Aber ich habe hier jetzt dieses hier im exakt zweiten Versuch geschafft. Im ersten Versuch hatte ich 249.000, also 1.000 zu wenig. Und im zweiten Versuch hatte ich dann jetzt hier 254, also 4 zu viel, also gerade noch. Aber es war der Kaffeepause. Aber es war der exakt zweite Versuch. Ich lüge nicht. Und ohne Trainer, ohne Trick, ohne doppelten Boden, dann sollte es auch für alle anderen machbar sein. Jetzt trinke ich nochmal Kaffee, weil da war, ich habe die... musste die Kaffeetasse wechseln, Moment. Wie funktioniert das? Genauso wie in, du musst hier oben hast du so blaue, grüne Lichter und rote Laternen. Die grünen und blauen, da kommt man automatisch vorbei, wenn man dem, das sind quasi auch fast schon Wegweiser, also da geht's lang. Also an denen kommt man automatisch mehr oder weniger vorbei. Und die roten Lichter, die Lampen, diese Laternen hängen irgendwo rum. Die muss man, also kann man abschießen, um zusätzliche Punkte zu erhalten. Und der Grundgedanke ist so, falls es jetzt jemand noch nicht weiß, also wie das funktioniert, wenn du so ein Ding erreichst, grün, blau, rot, dann wird rechts oben so eine Art Uhr aufgefüllt und wenn und Kombinationszähler. Und der geht dann, der immer wenn man so ein neues Ding erreicht, wird der um 1 erhöht. Das heißt, die Punkte, die du hast, werden multipliziert mit diesem Faktor, der da steht.
Das Problem ist, wenn die Uhr abläuft, geht und du hast schon Faktor 16 oder 20 oder was weiß ich, und die Uhr läuft ab, also du erreichst nicht rechtzeitig das nächste blaue, rote, grüne, gelbe, geht die Uhr auf 0 und du fängst wieder bei 0 Multiplikator an. Also dieser Multiplikator in dem Kreis rechts oben ist, man sollte möglichst schnell immer den nächsten Ding erreichen. Das ist hier das Springen, um eine hohe Punktzahl zu erreichen. Und ja, das war's fast schon. Jetzt schauen wir uns das mal an. Und wenn man Zeit hat, kann man immer auch mal so eine Laterne abschießen. So, jetzt gehen wir einfach mal rein. Wo geht's los? Solo betreten. So, rein da. Gut, also ja. Es geht in dem Sinn nicht direkt auf Zeit. Also wenn dein Zähler mal auf Null ist, kannst du ruhig mal stehen bleiben. Bereit, so, jetzt sind wir bereit. Waffe, da brauchst du nicht viel, da ist es relativ egal, was du da auswählst. Schauen wir es uns gleich nochmal an. Jetzt ist ja der Kombozähler, der geht erst los, wenn wir das erste Ding erreicht haben. So, also schauen wir es uns erst, nämlich hier oben hängt schon mal eine Laterne, die können wir jetzt abschießen schon, ja. Dann geht aber der Zähler schon los. So, und jetzt, du kannst jetzt entweder links rum oder rechts rum. Ich denke, das ist halbwegs wurscht. Aber man sollte natürlich auch schauen, ab und zu sind so Laternen versteckt. So, jetzt mal so wacht. Also wir gehen jetzt mal links rum. Wir müssen da hinten rein. Gehen wir mal links rum, oder? Ist eigentlich halbwegs wurscht. Wir müssen jetzt nur auf... Jetzt schießen wir gleich schon mal die Laterne ab. Haben wir genügend Pfeile? Basteln wir mal gleich... Warte. Alles voll. Bastel gleich mal. Du brauchst viel Munition. Also, du musst immer... Munition herstellen. So, jetzt schießen wir mal das Ding ab, dann geht der Zähler schon gleich los. Siehst du, jetzt geht der Kombozähler, die Uhr läuft. So, jetzt müssen wir in Bewegung bleiben und schauen, wenn du Zeit hast und noch so eine Lampe siehst, dann ruhig mal abschießen. Also, die bringen natürlich auch nochmal extra Punkte. Und jetzt ist ja oben schon die Uhr, dieser Tacho, der läuft schon langsam ab hier. Und du kannst das noch und natürlich auch immer mal alles mitnehmen. Immer schauen, dass du rechtzeitig, dass jetzt hier, jetzt geh schnell noch hin. Nee, scheiße. Jetzt habe ich schon wieder, na gut, ist ja wurscht. Da unter der Brücke ist noch eine Lampe übrigens. Oh, jetzt habe ich einen verpasst. Da drin ist eine Lampe. Du kannst natürlich auch immer die Lampen abschießen. Da hinten ist sie. Es ist immer gut, wenn man hier am Anfang gleich schon mal ein paar Lampen abschießt. Um den Kombo. Ich habe vergessen, die Dinge einzuhauen. Oh komm. Ich habe vergessen, den Hebel zu ziehen. Na gut. Pause, jetzt mache ich nicht mehr. Man kann immer mal auf Pause drücken, jetzt ist wieder alles weg hier, oder? Jetzt bin ich mal wieder rein. So, jetzt. Also wenn man 10 mal übt, sollte es natürlich klappen. Ich hab den Ding vergessen. Warte, jetzt können wir das in Ruhe abschießen. So, okay, jetzt aber wieder mal hier. Ist da hinten noch einer? Da ist noch einer. Dann gehen wir mal so, jetzt gehen wir mal rein hier. Schön am Weg bleiben. Man könnte jetzt hier hinten noch das Ding holen, da. Und jetzt mal kann man auch schon mal so eine Lampe wieder abschließen und Pfeile basteln. Und jetzt, warte. Scheiße. Schnell eine Lampe. Ab. Nee, war zu spät. Ich Idiot. Ja, aber ich habe es im zweiten Versuch geschafft, Freunde. Muss man hier jetzt mal anmerken. Da ist eine Lampe von mir. Du sollst schießen. So, da haben wir noch einen vergessen. Warte, kriegen wir den noch? Den kriegen wir noch. So, da sind auch Lampen überall. Jetzt warte mal. Und jetzt gehen wir aber mal weiter. Ja gut.
Und du siehst ja, du kannst jetzt rechts oben mal den Zähler anschauen. Ich habe nicht so viel Zeit. Hier ist da oben noch eine Lampe. Da ist eine Lampe. Ruhig mal wieder alles mitnehmen. Da ist eine Lampe. Und Feuerpfeile basteln. Für was ist ein Bärschalter? Weiß keiner. So, jetzt gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. So, jetzt kann man hier mal. Naja, jetzt mache ich einfach mal weiter, oder? So, jetzt kann man da einmal im Kreis laufen. Jetzt machen wir einfach mal weiter. Oder? Das noch mitnehmen. So, jetzt. Gehen wir da rein. Die Gasdüse funktioniert wahrscheinlich genauso wie die am Eingang. Weniger. Da ist eine rote Lampe. Es gibt so Leute, die holen tatsächlich alle Dinger. Das ist ein bisschen das Gas ist dran. Schwierig. Das ist dran. Gehen wir da hin. Also es ist praktisch, der Weg ist ja praktisch durch die Lampen schon so ein bisschen vor. Jetzt haben wir kein Ding mehr. Bisschen vorgezeichnet. So, jetzt ist es halt doch. Ah, ich hab dein Ding ja. Kann nicht mehr. Oh nee. Nee, das war falsch. Oh nee. Nee, ich muss nochmal. Muss ich nochmal ziehen, oder? Jetzt nehme ich die alle mit. Hahaha. Jetzt müssen wir es nochmal machen, oder? Nur noch vorher Pfeile passen. Wo geht's denn rein? Da ist keiner. Okay. So, jetzt sauber kommen her. Jetzt sauber rein da. Und jetzt den nächsten, oder? Den jetzt, komm her. Komm. So, und jetzt, Zähler geht auf Null. Die muss da irgendwo raus. Warte, wo muss ich raus? Nee, ich muss jetzt wieder rein, oder? Jetzt. Klapp. Ah ja, da kann man jetzt ein bisschen Pfeile basteln. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Oh, warte. Jetzt müssen wir da. Oder? Das kann man. So, jetzt kriegen wir den nächsten. Ah! Nächsten Weg kommen wir ja da rein, oder? So, jetzt aber kommen wir. Da ist da unten ist eine Lampe. Da ist auch eine Lampe. Oder? 150.000, oder? Oh, was müssen wir jetzt machen? Weiß ich gar nicht. Ah, jetzt haben wir zwei Gasdinger. Warte, genau, siehst du? Und jetzt müssen wir zwei. Noch eine Explosion würde die Plattform anheben. Jetzt müssen wir zweimal. Jetzt warte, jetzt den. Und jetzt müssen wir, warte, den nächsten. Den da, warte, da müssen wir dahinter gehen, oder? Da müssen wir hintergehen. So, jetzt warte, jetzt, jetzt quasi noch. So, genau. Jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir wieder rein, oder? Jetzt kommen die drei Schalter, oder? Ah, schnell rein, kommt die rein. Drei. Oh nee, achso, ja, noch kein Ding mehr. So. Jetzt das ist zu einfach. Müssen wir da stimmt was nicht. Drei Schalter bitte. Zwei Schalter. Ja. So, oder? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt da rein. Komm her. Das dürfte der richtige und Weg jetzt, sein. Ah genau, jetzt haben wir den. Jetzt kommt wieder ein Schalter. Jetzt warte. Jetzt der Schalter muss in der Nähe sein. Den Schalter. So, und jetzt müssen wir rechts weiter, oder? Okay. So, jetzt müssen wir so auf den da, dann rüberspringen, da rüberspringen, oder? Und den schalten, warte, den schießen. Komm her. So. Ein Blau. Ich muss einen Weg zu dem Schalter finden. Jetzt müssen wir zu dem Ding, jetzt warte. Na,
Ja, warte, da drin ist so, ah, komm. Ja, da drin ist so einer. Komm her. Ich muss jetzt zu dem Schalter, warte. Ich muss einen Weg zu dem Schalter finden. Ach, zu dem Schalter müssen wir einmal das einschalten müssen und dazu müssen wir darüber. Komm her. Darüber. Deng. So, und jetzt da runter. Und da mit dem Pendel müssen wir jetzt, Freunde. Hoppla. Deng. Jetzt ist Pendel. Jetzt war ich rüberkommen. Der letzte Schalter. Das ist jetzt der letzte Schalter. Lampe. Meister Lampe, jetzt müssen wir den Schalter. Oh, diesmal schaffe ich es nicht. Oh, weh, weh. Habe ich zu viel. Aber ich habe es im zweiten Versuch geschafft. Jetzt warte. Da eine Lampe. Nee. Jetzt müssen wir darüber. Jetzt müssen wir den Schalter schalten, oder? Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben. Ja, jetzt. Oh, diesmal schaffe ich es nicht. Ah, da ist ein Lila. Ah, Lampe. Jetzt komm her. Jetzt. Dann. Ja, geil. Jetzt. Ah! Jetzt aber raus hier. Ja, diesmal schaffe ich es nicht. Nee, da ist eine Lampe. Warte. Ich muss mir erst hier weg hier. Komm her. So, jetzt nehmen wir die Lampe noch. Nee, diesmal schaffe ich es nicht. Komm ich da? Ja, ich komme ja nicht mehr zurück. Ist da noch eine Lampe? Warte, oben ist eine Lampe. Hier oben ist da auch noch eine Lampe. Warte. Da ist noch eine Lampe. Nee, diesmal schaffe ich es nicht. Jetzt müssen wir schauen. Wir haben keine Lampen mehr. Mist. Oh nee, diesmal schaffe ich. Ich habe es aber im zweiten Versuch geschafft. Nee, das reicht nicht mehr. 205, auch komm. Geschafft. Ich hab's. Ja, da habe ich jetzt irgendwie zu viel. 205.000. Ja, jetzt bräuchte man noch ein paar rote Lampen. Da unten sind keine mehr. Zurück kommen wir ja nicht mehr. Komm nicht zurück. Warte, nee. Ah, zurück. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Komm ich ja nicht mehr. Ja, nee. Jetzt haben wir es leider nicht geschafft. Zeit hat man ja genügend. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Könnte jetzt noch ein paar Dinge einsammeln oder Lampen. Ist das eine Lampe da unten? Da leuchtet schon nicht, da ist eine Lampe. Ja, nee, aber das wird, weil ich keinen Kombozähler mehr habe hier. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Da ist noch eine Lampe. Jetzt haben wir keine Lampen mehr. Ja, und runtergehen. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben runtergehen bringen. Nutzt. Ja, man könnte jetzt höchstens über Zeit. Ich habe Zeit, habe ich Kaffeepause. Zeit hätte ich genügend. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt tatsächlich nochmal runter, 205.000. Runter kommt man ja nicht mehr, oder? Wenn wir noch genügend rote Lampen. Also wenn es noch ein bisschen fehlt, könnte man. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Noch ein bisschen rumschauen, aber ich habe keine Lampen mehr. Da unten, ja. Wenn wir runterkommen würde, da unten ist noch nicht. Nee. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Und irgendwo runter komme ich ja nicht mehr, gell? Was ist denn da drüben? Da komme ich nicht mehr. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. 206.000, Mensch, komm her. Da drüben komme ich nicht mehr rüber, oder? Komm ich da drüben? Da komme ich doch nicht rüber, komm her. Ah, nee. Ah, was macht er jetzt? Wo macht er jetzt weiter? Entschuldige. Jetzt wo bin ich? Oh, nee, 164.000. Nee, das ist nichts hier, Freunde. Warte, ist da, haben wir da drin wieder? Nee, da ist natürlich. Jetzt bin ich wieder beim Pendelgerät, warte. Nee, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Jetzt schaffe ich es natürlich nicht.
Aber man könnte es zumindest theoretisch. Hier könnte ich rüberkommen. Versuchen. Da müsste man jetzt halt quasi den Kombo Seeler. Hier könnte ich rüberkommen. Nochmal erhöhen? Ja, nee, das taugt nicht. Das Gas ist an. Das Gas ist an, sag mal. Was ist an? Achso, ich muss rüber. Und kann ich jetzt nochmal rein? Warte. Achso, ich muss sowieso rein. Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Ah, ich muss sowieso rein. Wir müssen da rein. 20, ah, 21. 25, ich sage, da ist die Lampe. So, jetzt müssen wir dies machen. Ah, komm her. Jetzt geht es. Hä? Noch eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Ich hab kein Ding mehr. Scheiben, weiß jetzt auch kein Pfeil mehr. Dann, ja, ja. Ich hab auf Bomb, jetzt hätte ich 23, hätte ich einen Zähler gehabt. Ich kann nicht mehr. Na gut, okay. Da oben ist ja, aber ich muss schnell weiter hier. Ist da drin? Da drin sind noch ein paar. Ah, da drin sind ja noch ein paar gewesen. Da rüber springen. Als PA. Jetzt geht's wieder runter. Hey. Aber ich komme da rüber. Nee, ich komme nicht. Ja, gut, okay. Ja, wie hätte ich denn dann da wegkommen sollen? Gut. Also, wir kriegen es hier nicht mehr gepackt. Bin ich jetzt wieder? Ach, jetzt, nee. Jetzt muss ich tatsächlich wieder doch wieder darüber. Na gut, ich sage jetzt mal nichts mehr. Ich mach's jetzt nur noch fertig. Ich mach's jetzt nur noch fertig hier. So, ich sag mal nichts mehr. Jetzt haben wir das Gas. Im Schlauch. Und darüber. Und jetzt müssen wir rein, oder? Warte. Rein. Wo ist denn da? Wo geht's denn rein? Ist hier nichts mehr. Da ist eine Lampe. Okay. Nach einer Drehung müsste die Plattform nach Achso, oben. Achso, jetzt muss ich da die Plattform nach oben. So, jetzt werde ich keine Feuerpfeile mehr auf den vollen Schrein haben. Na komm. Jetzt aber rüber. Oh, jetzt ist mein Ding schon wieder weg. Hier mein Multiplikator. Schaut mal. Ja, nee, da wird's wieder nichts mehr. Da wird's nichts mehr. 200.000. Oh, nee, geschafft. Nichts geschafft hier, komm her. Ja, gut, also, okay. Ja, da ist noch eine Lampe. Wir haben keine Lampe. Geschafft. 6.000 ist da noch. Nee. Ah, jetzt geht mein Zähler. Also gut, 207. Naja. Geschafft. Also es sollte, ich habe es beim zweiten Mal geschafft. Diesmal jetzt nicht mehr, das ist der Vorführeffekt. Ich habe beim ersten Mal, jetzt habe ich 207, 250, beim ersten Mal habe ich 245.000 beim ersten Versuch. Also es ist gar, ich habe mich jetzt hier durch Quatschen irgendwie ein bisschen abgelenkt, aber es sollte nach 3, 4, 5 Versuchen, sollten die 250 drin sein. Okay, also wir haben jetzt den Punkteangriff und du hast gesehen, bei mir war es durchgestrichen, ich habe es völlig, es gibt auch kein, ich habe keinen Trainer gefunden, der einem da irgendwie helfen würde. Es gab früher im alten Spiel, gab es den Trainer, der diesen Zähler da gestoppt hat. Also da konnte man dann ziemlich Punkte sammeln, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber schon eher durchgeschrieben, ich habe es heute ehrlich geschafft, also mit 3, 4, 5 Mal versuchen und du hast das Prinzip gesehen. Okay, herzlichen Dank, das war's schon wieder.